Ja, hallo Freunde, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Werd ich am Freitag in München ein bisschen rauslesen, aber auch noch vieles, werden viele andere lustige Sachen machen und uns kennenlernen, wer auf die Liebische Party kommen will. Heute reden wir mal über das Thema, ja, wie, also wenn ich in einer neuen Beziehung bin, wie bringe ich so meine psychische Vergangenheit, sag ich mal, mit rein? Wann erzähle ich das, dass ich vielleicht Therapie gemacht habe an solche Geschichten? Wenn du auch solche Fragen stellen willst, war ein Formular auf Liebeschip, wenn du neu bist. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mal in YouTube Analytics gucke, wie viele Leute neu sind. Also guckt unbedingt mal liebeschip.de vorbei. Newsletter anmelden, gibt es auch einen 10-Euro-Gutschein für meine Kurse, um Dating-Tipps umsonst, gibt es ein umsonst Paket, also guckt einfach mal vorbei, genau. Und als letztes noch die Liebeschip-App gibt es, wenn ihr die runterladet, umsonst die Energy-Booster-Trance, das ist meine beliebteste oder einer meiner beliebtesten Trance-Übungen, genau, die sonst 24 Euro kostet, umsonst in der Liebeschip-App. Ja, so, jetzt aber mal los. Von Canastoscola und sie schreibt, lieber Christian, ich bin Mitte 30, seit mehr als 15 Wochen in einer neuen Beziehung. Das ist 15 mal 7, die magischen 100 Tage. Da wird es ja immer interessant, vor allem nach 200 Tagen. Wir fangen gerade damit an, Freunde und Familie des anderen kennenzulernen. Ich bin sehr glücklich, weil er aus meiner Sicht in seiner männlichen Polarität ist und das Mann-Frau-Spiel daher in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal sehr schön ist. Ja, ich hatte ja da jetzt die Tage auf dem Kongress mal so einen Workshop zu Mann-Frau-Polarität. Ging natürlich wieder hoch her bei dem Thema, da wird immer diskutiert. Ja, aber war spannend, das immer so als Zeitthema. War spannend, vor allem die Frauen konnten da viel mit anfangen. Da war ein Mann, der sagte dann, aber haben wir über männliche Polarität geredet, ist natürlich mal jedem klar, was das ist. Und also, ne, also er wird das von sich komplett ablehnen. Hab ich auch gesagt, alles gut, ne? Ich will niemanden überzeugen. Man muss halt immer nur die Konsequenzen tragen und man sieht ja auch an den, irgendwo auch an diesen Wahlergebnissen bei der Europawahl, dass dieses Ganze, ist vielleicht doch der Rückhalt für dieses Ganze, wir sind alle gleich und wir gendern uns tot und dass der vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie gedacht. Aber gut, anderes Thema. Gut, freut mich, dass du jemanden kennenzulernen. Kennenlernen war über eine App zu einem Zeitpunkt, zu dem ich schon aufgegeben hatte, zu glauben, ich könnte einen guten Mann über Online-Dating kennenlernen. Ja, es ist häufig so, geht aufgeben, geht mit, kennen wir ja in vielen Lebensbereichen. Manche geben auf, ein Kind zu kriegen, werden dann schwanger und hat so eine Magie, das Aufgeben manchmal. Davor war ich 2 Jahre Single mit Kennenlernen von Männern, die jedoch nicht die richtigen für eine Beziehung. Jetzt geht es mir um Folgendes. Meine Biografie war geprägt von Eltern ohne gesunde Grenzen und ohne das Leben in erster Linie nach den eigenen Bedürfnissen auszurichten. Ich würde sagen, so depressive Thematiken liegen in meiner Familie. Ich würde auch sagen, ich war schon immer eher melancholisch veranlagt und hat vor allen Dingen als Teenie-Zeit, in der Teenie-Zeit so diverse psychische Themen und auch da hast du gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Genau, habe mir dann auch entsprechend therapeutisch weiterhelfen lassen, wurde auch gut behandelt. Habe früher einige spontane Entscheidungen getroffen, die man im Nachhinein als leichtsinnig bezeichnen könnte. Also wenn ich alle meine leichtsinnigen Entscheidungen auf den Stapel nehme, das wäre, glaube ich, von hier bis zum Mond. Also das machen, glaube ich, machen wahrscheinlich alle. Da müsste echt, also vor allem, wenn man das, du bist jetzt Mitte 30, ich sag mal so, bis Ende 20 ist man ja gar nicht richtig erwachsen, sage ich mal. Also, ja. Also die Anthroposophen sagen ja immer, man ist erst mit 42, ist man erwachsen. Also ich kann da was, die haben ja immer dieses mit 21, mit den Jahr 7. 21 war ja früher die Volljährigkeitsgrenze. Und die Anthroposophen, ich finde die häufig ganz spannend. Also mit manchen Sachen habe ich überhaupt keinen Bezug, aber die denken ja immer, die sind Jahr 7 und die sagen immer, ja, mit also 3 mal 7, ja, ist so die, sozusagen war früher die rechtliche Volljährigkeit, bis man das dann runtergesetzt hat auf 18. Und die sagen, aber dann entwickelt sich eigentlich erst so ein richtig so ein eigener Wille.
Und ja, und dann kommen noch mal so diese, nennen die mal so Sonnenjahr siebte, glaube ich, bis 42. Vorher noch so eine große Krise mit 37. Das ist wiederum zweimal Mondknoten. Woher weiß ich das alles? Weiß ich auch nicht. Das ist, dann gibt's immer so eine, und dann gibt es häufig eine Krise und dann, ja, ist man sozusagen voll erwachsen und passt ja auch mit der Midlife-Crisis, dann kommen ja, siebte, die dann sagen, die immer nicht so einfach sind. Wissen wir ja alle. gut. Wieder ein kleiner Sidekick hier. So, aber jetzt mal weiter. Also spontane Entscheidung auf dem Baum nicht, ne? Weil ich vielleicht selbst meine Grenzen nicht so gut gespürt habe. Mittlerweile ist mein Leben gefühlt und in der Tat sehr stabil. Ich habe neue und alte Freunde, eine nice Wohnung in der Stadt, in die ich gezogen bin. Hobbys, einen Job, der mir passt. Ja, und da geht es dir wahrscheinlich besser als 80-90% der Menschen, weiß ich nicht. Müssen ja alle, man hat ja das Gefühl, dass vielleicht doch viele nicht so glücklich sind, wenn man auch mal sieht, wie aggressiv so die Menschen heutzutage, weiß nicht, wer für euch Einzelhandel arbeitet oder so, ihr kennt das bestimmt. Auch überhaupt alle Leute, die irgendwie, muss ich mal hier ein bisschen festschrauben hier, die irgendwie Kundenkontakt haben. Sehr schön auf jeden Fall. Natürlich hätte ich nichts gegen ein höheres Gehalt. Ja, versuch's dir zu manifestieren. Könnt ihr mal probieren mit dem Manifestationskurs. Der, glaube ich, geht nächsten Monat wieder los. Es geht schon Richtung nice, geil. Wie immer gibt es noch Luft nach oben. Es gibt immer Luft nach oben. Wir Menschen sind nie fertig. Es gibt immer Luft nach oben. Du findest auch immer jemanden, der reicher ist, egal wie reich du bist. Findest auch immer jemanden, der sportlicher ist, besser ist in bestimmten Dingen. So ist das. Es gibt immer Luft nach oben, ne? Und nach unten leider auch. gibt doch immer jemanden, dem es noch schlechter geht. Das muss man auch sagen, ne? Ich würde sagen, ich genieße den neuen Frieden und probiere, diesen auch zu beschützen. Ja, ich ahne schon, warum du diese langen Vortext schreibst, weil ja, du hast deinen Frieden. Jetzt bist du, ich vermute mal, bist du ja sehr verliebt und das reißt halt. Aber so ist auch Verliebtsein so ein bisschen, reißt halt alles wieder auf. Weiß jetzt nicht, was du für eine Beziehungshistorie hattest, aber ja, kann halt schon wieder sehr verwundbar machen, sag ich mal. Und mit dem Frieden ist ja manchmal auch dann vorbei, vor allen Dingen, ja, du hast ja mal gerade so die ersten 3 Monate hinter dir. Ja, gerade wenn man vorher vielleicht auch nicht immer so im Leben stabilste war, ja. Ich finde, man muss nicht alle Neurosen mit dem Partner besprechen, jedoch aber Punkte ansprechen, die die Beziehung betreffen. Ja, also ich meine, man lernt sich ja kennen und sollte ja so ein schrittweises sich öffnen sein in der Beziehung. Und ja gut, ich meine, seid jetzt 3 Monate zusammen, aber ich würde mal sagen, nach 3 Jahren, warum sollte man nicht alles kennen? Man muss es vielleicht nicht ständig thematisieren. Man muss ja auch nicht immer so einen Fokus legen auf vielleicht negative Sachen, aber irgendwann sollte schon ein Punkt kommen, wo der Partner alles kennt, ne? Warum soll man sich da zurückhalten? Du bist halt, wie du bist. Und irgendwann sollte man auch mal aus diesem Mindset rauskommen, ich muss mir irgendwie beweisen oder ich darf keine Macken zeigen, weil irgendwie muss der Partner ja auch zumindest okay sein mit den eigenen Macken, so. Und manchmal mag er dir auch vielleicht gerade die eigenen Macken und was heißt Macken? Also bist einfach wie du bist, ne? Ich meine, auch mal neurotisch sein gehört zum Menschsein dazu, so, ne? Sollte ich mich mal wieder mehr depressiv fühlen in der Zukunft, würde das zum Beispiel Beziehung betreffen. Was denkst du? Bis dato habe ich meinen mentalen Wehrgang so mit ihm nicht thematisiert. Ja, also am Anfang sollte natürlich bestehen, Hangout, have fun, hook up und nicht Mondlandung besprechen oder ob es die Mondlandung gegeben hat oder nicht oder ob die Erde rund ist oder nicht. Das sollte man natürlich nicht besprechen. Aber ja, es ist ein schrittweises sich öffnen und schrittweises. Das ist, also gerade wenn man diesen Übergang von verliebt in so eine echte Liebe, soll es natürlich möglich sein, dass du dich mit jedem Thema an deinen Partner wenden kannst. Nicht, man ist ja jetzt nicht akut bei dir, aber nicht, dass er jetzt das
dann das Zauberwort hat oder jetzt wieder besser, sondern dass du sagen kannst, okay, das ist gerade mit mir, das sollte man zu jedem Zeitpunkt können in der Beziehung. Weil das ist natürlich, sehr früh noch so, ne? Also klar, das bringt man so graduell ein, würde ich sagen, ne? Beim Ausgehen hatten wir einfach Spaß zusammen. Hangout, have fun, hook up, ewige Spiel, ne? Es kann so einfach sein, ne? Nur mal kurz kam zur Sprache, dass er auch schon mal eine Therapie gemacht hat in der Vergangenheit. Ja, where's the fucking problem? Dann habt ihr sogar da Sache, wo ihr mal drüber reden könnt, wenn ihr wollt, ne? Kommt bestimmt mal. Daraufhin erzählte ich ihnen, dass ich auch schon mal eine Therapie gemacht habe und dass es für mich nicht heißen würde, dass ich nun für immer Probleme haben müsste, die nicht lösbar wären. Leute, es machen so viele Leute heute eine Therapie, also muss ich wirklich immer weniger Gedanken machen, hoffe ich zumindest, dass das jetzt super negativ aufgefasst wird. Ganz im Gegenteil, wir kommen ja, Generation Z ist da ja super open mit. Wie gesagt, will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber es, also so sich mit seinen Schwächen zu zeigen und Mental Health Themen zu haben, das ist ja nicht mehr so verboten, wie das mal vor einigen Jahrzehnten war. So. Von daher würde ich diesen zweiten Teil des Satzes jetzt auch weglassen können und sagen, ja, ich habe auch schon mal Therapie gemacht, Punkt. Ich war auch schon mal im Fußballverein, habe schon mal Therapie gemacht, ich habe schon mal blöde Entscheidungen getroffen, ich habe schon mal 5 Euro im Lotto gewonnen. Also das ist ein Event, wo du dich, wo du auch ein Mindset haben solltest von, es ist alles okay, es ist mein Leben, ich stehe dazu. Weil wenn man das nicht hat, dann geht man schon wieder in Richtung co-abhängiges Denken, People-Pleasing, don't rock the boat, walking on eggshells. So. Das wollen wir ja alles nicht mehr so, ne? Und das hatten wir auch gestern in der Mail, wenn man das zu viel macht, das hat auch irgendwann auch Auswirkungen auf die Beziehung, dass es genau das tendiert anzuziehen, was du gar nicht willst. So, ne? Also je mehr man, oh Gott, ich darf nichts Falsches sagen, hinterher verlässt er mich, dann liebt er mich nicht mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das manifestiert, das kann man jetzt nicht sagen, aber dass irgendwann hat das Auswirkungen, die man nicht will. So, ne? Und sei es auch nur, dass man so gestresst ist in der Beziehung. So, ne? Und also von daher solltest du diese Erfahrung machen, dass du Sachen sagen kannst. Ja, das, also das kann alles betreffen. Das kann mal sagen, dass man sein Alter sagt, dass man sein Gewicht sagt oder wo man sagt, ja, ich stehe dazu. So, ne? Das heißt nicht, dass alles immer toll ist, aber also das, ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann jetzt, aber das ist, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist nicht in Ordnung mit dir, schafft schon so einen Vibe, der ist nicht gut, so, ne? Und man sollte das nicht opfern auf dem Altar von, oh, ich darf, das hatten wir gestern ja auch schon in der Mail, ich darf jetzt nichts falsch machen und natürlich sollte dein Partner das, also ist ja jetzt nichts Negatives von deinem Partner, vielleicht also aus Gefühl ist es schön, um wahr zu sein, aber du solltest schon diese Erfahrung machen, dass es auch mal, auch selbst wenn es mal eine Diskussion gibt, dass die Beziehung dann stabil bleibt, so, ne? Also von daher, fang gar nicht erst an, dich da irgendwie zu rechtfertigen, so, ne? So, zugeben ist die Wahrscheinlichkeit für psychische Dinge bei mir eher höher als bei anderen. Ja, also ich kenne dich jetzt nicht, aber also vielleicht machst du bisschen zu viel Gedanken darüber, ich weiß nicht. Aber versuch mal ein bisschen mehr, also das wäre so mal jetzt, was die Beziehung angeht, mal raten, ein bisschen mehr im Moment zu bleiben, weil im Moment ist ja alles gut und das ist wirklich wichtig auch. Gerade auch, das ist manchmal wirklich wichtig, auch in schönen Beziehungszeiten im Moment zu bleiben und weil viele tendieren dann dazu, oh, jetzt ist es schön, aber morgen könnte es ja vorbei sein. Ja, aber jetzt ist jetzt, weil wenn du dann immer schon in der Zukunft bist, was könnte denn irgendwann passieren? Vielleicht hat er auch irgendwas plötzlich. Das weißt du alles gar nicht, ne? Oder es passieren ganz andere Sachen. Weiß ich nicht. Ne? Also, wir können das Leben nicht vorhersehen. Und deswegen ist es eigentlich am besten, so im Moment zu bleiben, so, ne? Und weil sonst sind die schönen Zeiten irgendwann vorbei und man ärgert sich, dass man sie nicht 100% genossen hat, so, ne? Das ist wie mit schönem Wetter. Irgendwann kommt bestimmt wieder schlechtes Wetter, aber machst du dir darüber einen Kopf, wenn die Sonne scheint? Nee, dann genießt du die Sonne so, ne? Also von daher, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen
Vielleicht könntest du da ein bisschen, das mal ein bisschen lockerer lassen, so. So gesehen gehört es ja irgendwie zu mir dazu. Ja, eben, ne? Und später wird er eh davon erfahren. Also, weißt du, ganz. Also, keiner von uns ist perfekt, ne? Der eine hat vielleicht mal eine Therapie gemacht, der andere hat mal. Was weiß ich, will das alles nicht vergleichen, also jetzt nicht, aber hat vielleicht ein körperliches Problem, was er durch sein Leben zieht, oder zu viel Muskelwachstum oder Spaß, aber oder Asthma oder hatte mal eine schwere Verletzung, deswegen tut irgendein Knochen immer weh. Wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht in eine Reihe stellen, einfach nur. Das ist dann so. Also wir sind wirklich zutiefst unperfekt als Menschen. Und es können ja ständig irgendwelche Sachen auch passieren, die ja noch lange beschäftigen und auch beeinträchtigen. So. Und klar, eine Beziehung sollte das aushalten, aber noch ist, hier ist ja gar nichts. Also das sind ja nur Was-wäre-wenn-Gedanken. Ne? Also vielleicht schaffst du dich da ein bisschen mehr in die Gegenwart zu kriegen. Aber wie gesagt, ich sehe das auch viel im Rahmen von dieser Verliebtheit und könnte mir auch gut vorstellen, dass sich das alles in den nächsten 3 bis 6 Monaten so lockert, weil das kann einen schon, also so krass verliebt sein, kann einen schon kann einen schon total aufweichen und ja, Unsicherheiten wieder hochholen, die man eigentlich schon überwunden hätte. Also ich würde da tief durchatmen und einfach durch. Ne? Das mit einem lockeren Gespräch zu thematisieren, stelle ich mir aber schwierig vor. Du musst das jetzt nicht extra thematisieren. Also wenn das Thema drauf kommt, dann sagst du es halt. Aber wie gesagt, das bewusst rauszuhalten als Thema, also jetzt nicht, dass man da groß in die Tiefe gehen müsste, aber das rauszuhalten, so aus Angst, könnte dann abgefuckt sein oder so. Das wäre People-Pleasing, ne? Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen. Also ich habe da auch ganz viel zu tun gehabt im Leben mit. Und ich würde aus heutiger Sicht, wenn ich so meine Kinder haben ihr eigenes Leben, würden sich, glaube ich, jetzt nicht für irgendeinen Rat interessieren. Aber wenn sich da Nachkommen von mir für einen Rat interessieren würden, würde ich sagen, stellt People-Pleasing ab, ne? Stellt People-Pleasing ab und weil das, nicht nur kriegt man nicht, was man will. Weiter ist es auch irgendwie nicht ganz ehrlich, so, ne? Also man hat auch irgendwie eine Maske auf, so. Also leicht zu verstehen, warum, aber es ist eine Maske so. Und es schafft so ein, irgendwie ein Vibe, wo andere einen gern ausnutzen. Ich hatte auch gestern wieder eine Session, das hat mich auch echt betroffen gemacht, wie man dann so ausgenutzt wird, ne? Wenn man einfach zu nett ist, auch über viele Jahre, wenn man einfach vorn bis hinten ausgenutzt wird. Aber so ist das Universum, ne? Spiegelt einem immer seine Themen zurück und also das sollte man möglichst schnell abstellen. Sonst ist die Beziehung auch nicht ehrlich so, ne? Und letzten Endes würdest du auch der Beziehung schaden damit, wenn du immer irgendwas zurückhältst, sowas, was jetzt auch nichts Schlimmes ist, so, ne? Also von daher, klar, vielleicht hast du dich gerade aus irgendwas rausgearbeitet, aber es wird schon darum gehen, machst du ja auch immer weiter, auch dein nice, geiles Leben zu fokussieren, auch immer sich immer wieder klar zu machen, du brauchst nicht zwingend einen Partner, wenn es mit dem nicht, also bleib im Moment, ne? Selbst wenn ihr in 3 Monaten auseinander seid, ja, dann war es eine super Zeit, dann weißt du, ich kann das anziehen, kannst es auch wieder anziehen, so, ne? Also mach dich da ein bisschen locker, bleib jetzt nicht so, der muss es jetzt sein, also ja, ansonsten, genau, für alle gibt es ja auch, einen Verliebtheitstest, da kann man gucken, ob man zu verliebt ist, bei mir auf der Webseite und so eine Art lockeren Persönlichkeitstest habe ich da auch, basierend auf dem 5-Faktor, also Hexaco, das ist so ein 6-Faktor-Modell, könnt ihr auch mal machen, umsonst, einfach auf der Homepage. Genau, ansonsten freue ich mich über Feedback zur Liebeschip-App, vor allen Dingen von Android-Nutzern, weil ich weit und breit kein Android-Gerät habe. Bin mir zum Beispiel nicht sicher,
ob man da, man kann ja jetzt über die App, also muss man jetzt nicht, also ist auch nur, ich habe ein paar Kurse, habe ich für die App freigeschaltet zum Erwerben, ob man die da schon sieht und auch die Umsonstkurse da sieht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also auf dem iPhone klappt das alles super, aber an Android ist für mich immer so ein, die Entwicklung ist immer so ein Blindflug. Genau. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns Freitag im in München, ja, in München, auf der Liebische Party. Kommt gerne vorbei. Und ein paar Tickets haben wir bestimmt noch. Könnt auch zur Abendkasse kommen, wenn ihr wollt. Und aber dann rechtzeitig, wann geht's denn los? Ah, habe ich jetzt gerade neben dem Kopf. Jetzt einmal auf die Website gucken. Und Adresse findet ihr, glaube ich, auch. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.